Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben die lebhafte Debatte verfolgt. Übrigens auch schon früher am Tag hatten wir uns ja in einer Debatte bei den namentlichen Abstimmungen intensiv mit einer ähnlichen Thematik hier auch schon auseinandergesetzt. Deswegen sind viele Argumente hier auch schon ausgetauscht worden. Ich habe mich einmal näher mit dem Entschließungsantrag auch der Linken beschäftigt. Und ja, man kann das eigentlich so zusammenfassen, wegducken, wegschauen. Das scheint also das Motto der Linken zu sein. Keine Verantwortung, dieses Stichwort fiel sehr häufig in der Debatte heute schon, keine Verantwortung übernehmen. Und zudem verbündete Freunde und Nachbarn einfach im Stich lassen. So, meine Damen und Herren, ist politische Verantwortung nicht umzusetzen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass der Glaube dort vorherrscht bei den Linken, dass das, was man ignoriert, einem auch nicht gefährlich werden kann. Mit der Realität hat das freilich gar nichts zu tun. Der Angriff des Terrorismus, der richtet sich auf das westliche Wertefundament. Darauf zielt es ab, auf die Freiheit, auf die Demokratie und auf überhaupt die ganze Lebensart, wie wir sie hochhalten und wie wir leben wollen. Dagegen richtet sich der Hass des Terrorismus. Das ist geradezu naiv, wenn man das sieht, wie es sie anmutet, die Forderung, beispielsweise in dem Entschließungsantrag, und ich zitiere, die demokratischen und friedlichen zivilen Kräfte in Afghanistan zu stärken, insbesondere die Frauenorganisationen. Haben Sie sich ernsthaft einmal mit dem Frauenbild der Taliban auseinandergesetzt? Glauben Sie ernsthaft, wenn wir nur wegsehen, wird es dort den Frauen irgendwie besser gehen, mehr Rechte eingeräumt werden, irgendwelchen Nichtregierungsorganisationen mehr Möglichkeiten gegeben, das Leben der Bevölkerung zu verbessern? Die Terroristen und die Schergen der Taliban und des IS brauchen das Leid und die Armut der Menschen. Darauf bilden sich ihr Fundament, um ihren Hass zu schüren. Terroristen wollen keine Bildung. Sie wollen keinen Wohlstand und keine Demokratie. Lassen wir ihnen Freiräume und freie Hand, dann ergeht es den Frauen, den Kindern, ja und der Bevölkerung insgesamt in diesen Ländern, wo wir uns auch engagieren, deutlich schlechter. Unser Engagement, und ich schließe ausdrücklich auch militärisches Engagement, muss aufrechterhalten bleiben. Keine Freiräume für Terroristen dürfen wir lassen, denn wenn diese entstehen und wo diese entstehen, erhöht sich die Gefahr von perfekt orchestrierten Anschlägen auch hier bei uns im Lande. Bei alledem wissen wir natürlich auch, dass es eine absolute Sicherheit nicht geben kann. Aber es ist in unserer Verantwortung, ich benutze dieses Wort erneut sehr bewusst, es ist in unserer Verantwortung als Politiker, es den Terroristen möglichst schwer zu machen, ihr perfides Handwerk zu vollziehen. Und das erfordert Maßnahmen im Inneren und eben auch im außenpolitischen Engagement, meine Damen und Herren. Richtig ist auch, dass es soweit und sobald es irgendwie möglich ist, in den Ländern, wo wir uns engagieren, die Verantwortung für die eigene Sicherheit in die Hände dieser Länder selbst zu übergehen. Wir und unsere Verbündeten sind ja keine Besatzungsmächte in diesen Ländern. Dort, wo es nötig ist, unterstützen wir allerdings. Die Feststellungen der Linken lesen sich, und ich sage das ohne großen Humor, wie ein Liebesbrief an Diktatoren. Unter Saddam Hussein sah es offenbar alles besser aus. In Syrien unter Assad war offenbar für sie früher alles besser und sicherer, als es wir heute es antreffen. Fragen Sie doch einmal die Kurden im Norden des Irak. Jahrzehnte litten sie unter Repressionen, wurden mit Giftgas in Dörfern bombardiert und tausende Menschen mussten sterben. Ja, auch ich habe den Nordirak besucht und klar muss auch ich feststellen, dass wir weit von zumindest unseren Idealvorstellungen dort entfernt sind noch. Aber wer will denn ernsthaft behaupten, dass es dort unter Saddam Hussein besser wäre? Das ist eine sehr zynische Ansicht, die Sie dort vertreten. Und jetzt kommt auch noch die Forderung, unsere erfolgreichen Hilfen für die Kurden einzustellen. Das ist falsch. Ausbildung und Waffen, die wir geliefert haben, um sich im Irak und in Syrien gegen den menschenverachtenden Terrorismus des DS zur Wehr zu setzen, das wird, und ich sage bewusst leider, wohl auch in Zukunft noch erforderlich bleiben. Und jetzt höre ich schon den Einwand lauthals rufend, das war auch im Ausschuss schon so gewesen, die Kurden brauchen das doch jetzt gar nicht mehr, unsere Unterstützung, brauchen es gar nicht oder gar nicht mehr. Und dazu sage ich ganz klar, wer jetzt die falschen Schlüsse zieht, nicht weiter zu unterstützen, der handelt kurzsichtig und damit gefährlich für die Stabilität und die Sicherheit der Menschen, die dort leben, meine Damen und Herren. Richten wir schließlich den Blick nach Syrien. Ohne den Bundesgenossen der Linken im Kreml
und dessen Schutz für einen Diktator und Massenmörder mit Namen Assad könnten wir schon viel näher einer Lösung uns angenähert haben. Wir verlieren dort täglich die Unterstützung gemäßigter Kräfte, die angesichts ihrer aussichtslosen Lage in die Radikalität des IS abdriften. Ägypten könnte ich auch noch beleuchten, weil da vorhin etwas zu gesagt wurde in der Debatte von Rednern vor mir. Angesichts der Zeit muss ich das mir jetzt ausklammern. Mir ist wichtig, noch zum Schluss zu sagen, dass mit der Union es keine Flucht aus der Verantwortung geben wird. Und zwar kein Wegducken und auch kein Wegschauen. Wir werden unserer Verantwortung gerecht werden und auch auf internationaler Ebene mit den Partnern für eine Politik stehen, die den Terrorismus nicht so lange ignoriert, bis er auf die Füße fällt, sondern ihn aufhält, bekämpft und schließlich auch bezwingt. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache und